Und herzlich willkommen zurück bei dem Let's Play, wo mein Kaffeekanne mal wieder vor dem Mikrofon steht. Ja gut. Tja, dann ist das Obsidian echt unter Hülle. Dann ist unter dem Obsidian echt alles leer. Ist ja auch nicht witzig. Okay, werde ich mal gucken, was da drunter ist. Haben wir Fackeln dabei? Muss man ganz kurz gucken, ob wir Fackeln dabei haben. Nein. Aber das sieht halt schon interessant aus darunter, ne? Wenn da so alles leer ist. Ich meine. Geht's hier. Achso, doch. Ja, doch, hier geht's runter. Okay. Ich meine, interessant ist es schon. Ah. Und da fängt auch schon die Lava an. Wisst ihr was? Könnten wir ja eigentlich aufmachen. Hier auch. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier rüber? So zum Beispiel. Yay! Gutchen! Reicht dann erstmal? Also ich werde natürlich später aufpassen, dass wir hier nicht außerdem mal reinlaufen, weil wir denken, oh schön, und dann hupsala. Das wäre ein bisschen katastrophal. Aber für jetzt haben wir erstmal ein bisschen. Eigentlich haben wir schon viel zu viel Obsidian schon wieder. So viel Obsidian braucht man eigentlich gar nicht. Wie viel haben wir denn jetzt? Boah, 40 Blöcke. Holy shit. Alter, vor allem, ich bin immer wieder erschreckt, wie schnell diese Regenbogenwerkzeuge abnehmen. Alter Schwede, ey. Ich meine, die sind ganz schön schnell, aber unglaublich labil. Unglaublich labil. Das ist ja schon fast illegalisiert. So, mal gucken. Mittlerweile ein bisschen was braun geworden oder immer noch alles das normale? Ach doch, hier ist schon ein Block normal geworden. Aber war auch der einzige. Yay. Beeindruckend. Ha. Dauert also noch ein bisschen, bis hier alles normal ist. Ach, hier ist auch wieder ein Block. Hier auch wieder einer. Also drei Blöcke haben wir schon mal. Vier Blöcke. 5 Blöcke von 100, 6 Blöcke von 100. Naja. Kann also noch ein bisschen dauern. Tut, die fahren auf Schienen. Tut, die Eisenbahn. Wer will mit zur Oma fahren? Lalalalalalala. So, dann reparieren wir mal zuallererst unsere Axt wieder. Und dann gehen wir mal wieder nach oben und tauschen dann mal die ganzen Glasscheiben gegen Obsidianglas ein. Das wäre eine geile Sache. So, wie sieht's hier aus? Sehr gut.
Oh, hier ist eine kleine Lücke. Wir haben 4 Saplings dabei. Da würde ich mal sagen, dich mache ich mal weg. Da kommst du dahin. Hier kommt eins hin. Obwohl, nein, halt, ist ja schon 3 breit. Der wäre also zu viel. Die sind ja alle zu viel. So. Sieht doch gut aus. Mal gucken. So, was wollte ich jetzt? Genau. Erstmal euch wegbringen. Dann meine Spitzhacke reparieren. Wobei der Hammer jetzt wahrscheinlich auch tot sein dürfte. Naja, halb voll ist es mittlerweile. Halb voll. Meine Axt ist halb voll. Halb repariert ist sie wieder. Sollte es mal reichen. Müssen wir uns bald einen neuen Hammer bauen. Macht ja nichts. Wir hätten die Erze gleich mal da lassen können. Egal. So, jetzt haben wir wieder schön viele Blaubeeren dabei. Sehr gut. Die nehmen wir auch alle mit. Wir können ja vielleicht auch noch hier irgendwo so ein, ne, auf gucken, auf welcher Höhe das Ding ist. Und dann hier noch so eine Tür reinbauen dann vielleicht und dann manuell hochgehen, ne, so. Dass wir nicht immer nach, ganz hinten nach oben laufen müssen und dann wieder zurücklaufen müssen. Ich meine, hat zwar schon was, ne, aber andererseits hat es auch Langeweile. Obwohl, so viel einsparen würden wir dabei gar nicht. Ja, gut, dann nicht. War halt so eine Idee von mir. So, jetzt kommt der ganze, das ganze Glas hier wieder raus. Nein, das war nicht das, was ich wollte. So. Obsidian. Wir nehmen mal. Kommen wir mal ganz ins Deck hier. Kann man wieder. Kann man ja. Wieder rekombinieren. Nein, wir müssen das kochen. Ist nicht dein Scheiß Ernst. Ist nicht dein verfluchter Ernst. Haben wir noch Kohle irgendwo? Ja. Haben wir noch? Nein. Okay. Haben wir noch irgendwo Kohle? Ja. Haben wir noch Kohle irgendwo? Nein. Hat der tote Gang hier wenigstens einen Vorteil oder einen Sinn? Easy. Dankeschön. Haben wir dann was kaputt gemacht? Nö. Gut. Alles soweit heile. So. Sollte das mal reichen. So. Und schon wieder Wasser-Disappear-Probleme, aber wir haben eine viel bessere Sicht jetzt.
Boah, Alter. Was ist das denn gerade? Hey, wir sind ja den Wolken mittlerweile voll nah. Vielleicht können wir uns jetzt sogar so hochbauen, irgendwann, dass wir in die Wolkenschicht kommen. Ich meine, wir können natürlich auch absichtlich die Wolkenschicht ein bisschen tiefer definieren, ne? Das wäre ja auch möglich. Dass wir einfach die Wolken nach unten verschieben. Aber das wäre halt schon langweilig. Aber die Wolken wirken halt von dir wirklich mittlerweile extrem nah. Weil es geht eigentlich. Vielleicht auch wieder so eine Sache, wenn man es jetzt einmal eingeredet hat, denkt man, dass die Wolken voll nah sind, obwohl sie es in der Wirklichkeit gar nicht sind. Möglich wär's. So, jetzt nichts Dummes tun hier. Das wäre nämlich relativ dumm. Also, wir brauchen definitiv noch ein bisschen Glas. Die Frage ist halt, wie viel ist ein bisschen? So, haben wir jetzt hier unten eine Lücke gelassen? Nö, sieht soweit gut aus. Hier auch? Sehr schön. So, wie viel Glas brauchen wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 4. Also insgesamt 32. Ja, das war geil. So. 32, also noch 20. So. Sollte dann passen. Dann hat das sogar relativ gut gepasst mit den Fragmenten hier. Fast alle aufgebraucht. Easy. So, solange wieder hier brutzelt, bauen wir schon mal das Glas ab. Ach ja, das schöne klirrende Geräusch von Glas. Überhaupt nicht nervig. So, wie viel haben wir? 3 brauchen wir noch. 2. So, mit dem Rest machen wir noch ein bisschen Kohle. Eisen. Wieder. Och, was mache ich denn schon wieder? So. Ah, sieht schon viel besser aus. Viel bessere Aussicht. Sehr schön, weil das kann man nicht kaputt machen. Also mit der Hand aus Versehen. Sondern man braucht dafür als wirklich eine Axt. Hat also auch eine viel höhere Sicherheit. So, gehen wir mal wieder nach unten. Die können wir eigentlich auch mitnehmen. Und dann gucken wir uns das Ding mal von unten an, wie es aussieht. Sollte es jetzt besser aussehen. Hoffe ich doch. Eigentlich, wenn wir jetzt sowieso schon ein bisschen Stein dabei haben, könnten wir eigentlich die Zeit doch mal nutzen, jetzt direkt tatsächlich hier mal ein bisschen zuzumachen. So, so. Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht alles direkt zumachen, ne? Für alles reicht der Stein sowieso nicht aus. Hier mit diesen riesigen Löchern sowieso gar nicht. Aber wir können zumindest schon mal hier so ein bisschen anfangen. Also die ganzen groben Löcher hier zu stopfen. Dann haben wir mal ein bisschen was gemacht hier. Können wir auch nicht so reinfallen. Oh, das war jetzt ein bisschen. Da muss man wieder hin.
Hat der ganze Clean Store wird jetzt auch ein bisschen Verwendung. Haben mittlerweile gut die Hälfte weg an Cleanstone. Allzu lange wird es also nicht mehr reichen. Oh, ist ja richtig. Alter, ist eine richtig große Lücke. Was ist hier los? Oh, sieht doch schon gleich viel angenehmer aus. So, haben wir hier noch ein kleines Löchlein. Oh, der obere war eigentlich gerade verschwunden. Och nein. Die guten Steine können doch einfach verschwinden. Was tue ich denn hier? So, hier haben wir nochmal ein 9er Feld. War's das? Lol, das war's. Ich meine, das hier unten kann ruhig offen bleiben. Das stört keinen. Kann ich höchstens hier nochmal ein bisschen was hinmachen. So. Keine Ahnung. Muss ja nicht. Also das hier unten kann es sogar bleiben, aber da oben? Gott, ich dachte, das wäre viel mehr, was da offen ist. Lol. Easy. Hat's doch gereicht. Ach, diese Dinger gehen mir auf den Sack. So. Ja, siehst du, mit dem schwarzen Glas sieht es gleich viel besser aus. Weil das weiße Glas, das ist viel zu sehr herausgestochen. Das ist ja, da ist ja auch ein Krebs von bekommen. Und das sieht jetzt wirklich, ne, das passt. Man sieht es noch, soll man ja auch. Aber es soll halt nicht wie so ein Krebsgeschwür sein. Viel, viel besser. Viel, viel besser. Doch, so ist cool. Das Ganze hätte sogar noch ein bisschen weiter oben sein können. Das ist extrem weit unten. Von hier aus sieht es wirklich so aus, als wenn der Berg die Wolken berühren könnte. Wir können das Ding natürlich auch später noch mehrstöckig bauen. Dann müssen wir den Pickel da mal entfernen, chirurgisch, und dann können wir da noch ein paar Etagen hinbauen. Das wäre gar keine so schlechte Idee. So, wie sieht es hier aus? Ha, apropos Pickel. Ich habe das Gefühl, dass wir viel zu viele Blaubeeren bekommen werden. Läuft gut. Und das ist halt das, was ich meinte am Anfang. Ne? Sobald man hiervon ein paar Büsche aufgestellt hat, man kommt gar nicht mehr hinterher, die Dinge überhaupt aufzuessen. Weil man bekommt halt erstens extrem viele, zweitens reichen die extrem lange, weil sie halt sehr viel auffüllen. Ne, im Vergleich dazu ist das ganze Scheißenden komplett umsonst. Ist quasi einfach nur Zierde. Wirklich satt machen, tut das ja am meisten. Also das ist schon ein bisschen, ja, seltsam. So. Ofen kommt hier mit rein, da müsste bereits einer stehen, genau. Haben wir jetzt vier rumstehende Öfen. Ich sollte vielleicht noch mal ein paar mitnehmen, statt immer wieder neue zu bauen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll, aber okay. Ja, zwei Obsidian-Scherben. Ganz ehrlich, fuck off. Obsidian kriegen wir so einfach, da müssen wir jetzt nicht auch noch aufheben. Halt, was mach denn da? Kommt doch. Ach, wir hatten sogar noch Obsidian. Ich bin doch bescheuert. Ja, so viel dazu. So, Glas kommt auch rein. Moment, ich hatte wenig Glas. Irgendwas hatte ich für ein Glas gesehen gehabt. Ach ja, hier, genau. Nach da oben. Danke. So. Was bist du? Holzrahmglas. Aha. Hä? Was sind das eigentlich für Glasplatten? Was haben wir denn hier gemacht? Kann sein, dass es gar keine normalen Gläser waren. Von irgendwie normalen Gläser?
das denn hier? Kohleglas. Alter. Hier gibt es so viele verschiedene Glasarten. Das ist ja eine Macke. Nee, so muss ich das machen. Genau. Plasma. Achso, ja, klar. Glowglass. Also Leuchtglas kannst du eigentlich auch mal machen. Es gibt so viel Scheiße hier, ey. Oh mein Gott. Iron Lightbox. Halt sehr schön für Laternen bauen, ne? Aber Laternen hätte ich halt richtig, also ne, richtige Laternen, die wir dann noch mit Mesekon ansteuern können. Also ich meine, die Dinger können wir auch mit Mesekon ansteuern, aber dann müssten wir das Mesekon halt wirklich bis zu dem Leuchtmittel hier verlegen. Was halt nicht geht. Optisch gesehen halt. Was ist das denn hier? Glasfalle. What? Default Glass. Trap Glass. Und das ist jetzt was genau? Was kann man damit machen? Wird man davon verstrahlt oder was? Hui. Alter, es gibt so scheiße viel. So scheiße viel. Genau, siehst du hier, die normalen Glasdinger haben nämlich so eine, auch so eine Flecken. Und das hier hat ja keine Flecken. Das heißt, da müssen wir irgendwas Besonderes gebaut haben. Und glaube, hatten wir da auch irgendwas, wo wir auch Plastik brauchten. Plastik oder Holz. Stimmt, da brauchten wir auch das mit der weißen Farbe. Ja, genau das hier. Das brauchten wir. Genau, weiße Farbe und Holz. So war das. Und hier halt. Dafür haben wir auch diese Dinger hier, diese Holzrahmen. Ja, siehst du? Ja, leider natürlich auch wieder verpackt mit Wasserfehler und so. Naja. Hab ich euch eigentlich schon mal mein neues Haus gezeigt auf dem Vanilla-Server? Ich muss euch mal was zeigen. Bevor wir jetzt das Let's Play beenden. Ich habe nämlich auf dem Vanilla-Server, wo ich gerade diese Lücke gesehen habe zwischen dem Ding und dem Balken oben. Haben wir auf dem Vanilla-Server. Ja, klar, doch, da haben wir schon. Ach so, da müsste ich mich jetzt erstmal zum Spawn teleportieren. Geht ja eigentlich. So, wo bin ich denn hier? Gott. Home-Position gibt's nicht mehr, ne? Ja, Position gibt's nicht mehr. Lol. Dann müssen wir erstmal kurz rübergehen. Seid okay, hier habe ich alle Privilegien, die ich brauche zum Leben. Gut zu wissen. Komme ich hier hoch? Ja. So, dann setzen wir hier erstmal den Alter. Setzen wir hier erstmal einen neuen Spawnpoint. In deinem Homepoint, set home, gehen jetzt zum Spawn. Da zeige ich euch mal ein neues Haus, was ich gebaut habe. Mit viel Liebe. Boah, Alter, das hier. Das hier. Das ist ein Haus, das ist einfach geil, das ist schön, das freut mir. Unten links sieht man auch, für wen ich das gebaut habe. Und hier habe ich halt auch nämlich das gemacht, hier mit diesen komischen Dingern, ne, dass man hier so eine Lücke hat. Zwischen der Decke und ja, den Wänden. Dass quasi so alles so eine eingehängten Wände sind. Hier auch überall. Ne? Die Decke sind auch alles Slabs. Dadurch wirkt das hier wie viel cleaner. Und vor allem hat man halt am Fenster hat man den Vorteil, das sieht man jetzt vor allen Dingen hier sehr schön. Die Fenster gehen ein bisschen weiter hoch, wodurch das aussieht wie so eingehängte Decken. Was halt insgesamt den Look, was halt den Raum insgesamt viel größer erscheinen lässt, als er eigentlich ist, weil der Raum ist relativ klein. Gut, ist halt ne, 3,5 Blöcke hoch und aber gerade mal 6 breit. Also eigentlich nicht allzu riesig, aber es wirkt halt viel räumlicher, dadurch, dass hier alles offen ist, hier ist, was ja nach oben geht. Und was richtig
ne, schick ist, ist hier hinten so eine kleine Nische. Auch schön mit Glas, dass man so, ne, ein bisschen rausgucken kann hier so. Hui. Und hier geht es dann hoch zu einer relativ großen Bürofläche. Komplett offen gestaltet. Ja. Das ist geil. Also, ich weiß, Eingrub stinkt, aber als ich mit dem Haus fertig war, habe ich echt gestaunt, weil wie gesagt, ist hier der Vanilla-Server, ne? Das heißt, auch ohne Home-Dekor, ohne... Ups, was habe ich denn hier gemacht? Oh, da muss ich noch mal ein bisschen nacharbeiten. Das sieht da ja scheiße aus. Ja, das heißt, auch ohne Home-Dekor-Mod, ohne, ne? Ohne Säge und so kann man auch geile Häuser bauen. Die schön groß, schön offen und alles sind. Das Witzige ist, derjenige, für den ich das Haus gebaut habe, dieser Janke 102, der kam nie wieder an. Von daher, ja, ich habe alles. Von daher kann ich den mittlerweile auch endlich wieder raus streichen. Ach, was, der bleibt drin. Ja. Also ich habe es jetzt nicht speziell für ihn gebaut, sondern ich war einfach hier sowieso allgemein on und hab ein bisschen nach Bauprojekten gesucht und ja, als ich das dann so gebaut habe, also als ich hier gebaut habe, da hinten habe ich nicht was gebaut. Hier, das ist von einem anderen Server, habe ich hier quasi eingefügt in diese Welt. Und ja, während ich hier halt das eingefügt habe und hier so die Gleise gebaut habe, den Weg hier gebaut habe und das Ganze gedönst, ja, habe ich dann halt noch nebenbei das Gebäude da gebaut, was halt geil ist. Alter, wie wir einfach Speed-Privileg haben. Gott. Das ist hier halt von einem ganz anderen Spieler. Ein Typen, den ich relativ cool, also der halt, ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr Falco kennt, den müsstet ihr vom Creative Server auch kennen, da war er relativ aus dem Let's Play Together, da hat man ihn glaube ich auch gesehen. Und ja, wie gesagt, er ist halt auch auf dem Server hier aktiv und baut hier auf wunderschöne, ouch, wunderschöne Gärten. Ja. Das so viel dazu. Dann gehen wir mal wieder nach Hause und verlassen den Server. So, gehen wir mal wieder auf meinen Server rauf hier. Das war falsch. Andererseits können wir wieder Feierabend machen. Doch, machen wir mal kurz. Kann man abbrechen? Oh, schon mal nicht. Also das Kipptaste funktioniert nicht. Oder er lädt erstmal zu Ende und bricht dann ab. Kann auch sein. Ach ne, geht ja einfach direkt ins Menü. Na gut. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Für diese Woche. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau. Ja, bis dahin. Eine schöne, ruhige Woche. Wochenende. Für mich ist gerade mal Mittwoch, nee, Donnerstag. Nee, ich habe gestern ja für, also gestern war Dienstag, da habe ich für gestern und heute aufgenommen. Das heißt, ich hätte eigentlich erst wieder morgen aufnehmen müssen, habe aber schon heute aufgenommen für morgen und übermorgen. Ich weiß nicht, irgendwie, mein Problem ist halt, ne, zum einen würde ich ja pro Tag bloß noch 2 Folgen rausmachen, damit ich selber ein bisschen, ja, halt nicht so eingespannt bin. Zum anderen eine Stunde aufnehmen, das schafft man halt auch relativ wenig. Und zum anderen habe ich halt auch ab und zu einfach mal Lust, 2 Stunden zu spielen. Deswegen, vielleicht wechsle ich doch wieder auf 2 Stunden pro Tag. Oder ich bleibe halt einfach wirklich, dass ich eine Stunde pro Tag, also quasi für eine Stunde pro Tag aufnehme, aber immer 2 Tage am Stück aufnehme. Und dann quasi immer so einen Tag, also halt dann halt nicht jeden Tag aufnehme, sondern halt den zweiten Tag im Durchschnitt. Da kann ich das für mich ein bisschen freier gestalten.
Wenn ich aufnehme, kann ich aber gleich 2 Stunden aufnehmen. Ja, so ungefähr. Genau, na dann. Auf jeden Fall bis dahin. Man sieht sich, denke ich mal. Und von daher, schau mit V.